Meine Damen und Herren, womit beginnt ein Bewerbungsgespräch? Was ist das Erste, was Sie tun? Sie warten im Vorraum. Der Chef sitzt drin, Sie warten und da ist wichtig, dass Sie seriös warten. Seriöses Warten heißt aufrecht sitzen, nicht rumflezen, sich nicht hängen lassen im Stuhl. Dann kommen Sie auch gar nicht schnell genug raus, wenn der Chef dann kommt, plötzlich. Seriös warten ist ganz wichtig. Denken Sie immer daran, Sie sind verantwortlich für das Klima während eines Bewerbungsgespräches. Sie sind verantwortlich für die Harmonie. Sie sind verantwortlich auch für das Ergebnis des Gesprächs natürlich. Darum halten Sie sich an unser Motto. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren. L-M-A-A. Lächle mehr als andere, heißt das. Lächeln Sie die Leute an. Sie werden merken, ein harmonisches Gefühl entsteht. L-M-A-A. Und was ich Ihnen auch noch auf den Weg mitgeben möchte. Üben Sie. Schauen Sie, bei Olympischen Spielen die Leute, die eine Goldmedaille gewinnen. Die haben geübt, die haben nicht nur Talent, die haben geübt, geübt, geübt. Ja? Und das tun Sie auch. Also, L-M-A-A und üben, üben, üben. Ja, die Reinigung hat einen großen Stellenwert für die Sauberkeit und die Hygiene im Sanitärbereich. Deswegen ist es hier ganz wichtig, sehr sorgfältig und gründlich zu arbeiten. Wir haben Verschmutzungen, zum einen Kalkablagerungen, wir haben auch Fäkalrückstände und hier sind natürlich auch oder besteht auch die Gefahr, sich krankmachende Keime einzufangen. Und deswegen ist es hier notwendig, nach gewissen Systemen oder Arbeitsabläufen auch zu arbeiten. Zu beachten ist auch der Einsatz der Tücher für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich. Hier arbeiten wir mit zwei verschiedenen Farben, einmal rot für WC- und Pissoir-Bereiche und einmal gelb für den Waschraumbereich, das heißt Armaturen, Waschbecken, Spiegel. Das ist deswegen notwendig, um zu verhindern, dass sich Keime oder Mikroorganismen vom roten Tuch kontaminiert werden mit dem Bereich, der ständig mit den Händen zu tun hat, nämlich mit dem Waschbecken bzw. mit der Armatur. Und hier ist es ganz wichtig, diese Bereiche durch die Farbkodierung und durch die Piktogramme zu erkennen und dementsprechend auch die Tücher einzusetzen. Frau Jovic, Sie lesen in der Zeitung ein Inserat von einer Putzfirma. Sie denken sich, das ist genau das, was ich jetzt gerade will. Sie wollen dort anrufen, um einen Termin auszumachen. Wichtig ist mir jetzt, bevor Sie anrufen, dass Sie sich noch einmal überlegen, was Sie können, was Sie wollen, wer Sie sind. Und vergessen Sie nicht, Sie sind eine Siegerin. Sie können das. Bevor Sie wählen, sagen Sie, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Okay. Sie rufen bei mir an, ich bin die Putzfirma, wir telefonieren miteinander. Gut, wir üben das jetzt. Ja, Putzfirma, hallo. Ich bin Putzfirma. Hallo. Nein, Sie sind doch keine Putzfirma, ja, Frau Jovic. Ja, hallo, ich bin Frau Jovic. Sie wollen als Putzfrau dort arbeiten. Ja. Okay, Moment, noch einmal, ich heb wieder ab, ja? Putzfirma, hallo. Ich bin Frau Jovic Milica, ich will arbeiten als Bedienerin. Frau Jovic, vielleicht ist es ein Vorteil, Sie würden sich das dann aufschreiben oder sich vorher das noch einmal ganz klar überlegen. Ich verstehe ja kein Wort am Telefon. Soll ich bei Ihnen kommen? Nein, Moment, Sie sollen noch einmal sich richtig melden. Gut, okay. Wir machen es noch einmal. Ihren Namen, okay. Der muss klar und deutlich ausgesprochen sein, ja? Ich bin Jovic Milica. Moment, ich habe doch noch gar nicht Hallo gesagt. Moment. Okay. Putzfirma, hallo, wer spricht? Ich bin Jovic Milica. Ja. Gebürtige Jugoslawien. Ja. Ich melde mich bei Firma Simacek als Putzfrau. Sehr gut, das hat mir gut gefallen. Aha, Sie wollen bei uns putzen in der Firma. Genau. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 50 Jahre alt. Ja, und seit wie vielen Jahren haben Sie Berufserfahrung? 30 Jahre. Das ist sehr gut. Frau Jovic, das war jetzt toll. Das war genau richtig. Das war genau richtig. Okay, freut mich schon. Ich bin Sieger, ich bin Sieger, ich bin Sieger. Ja, aber
viel zu hart, viel zu hart. Und nie, und was darf man nicht tun? Schau her, du darfst nie so machen, weißt du? Das ist eh klar, gell? So, schau her. Weißt du, Hund? Hund, verstehst du? Hund streichelst du auch immer so und nie so. Aha. Und da musst du es genauso machen. Okay. Dann, pass auf, der hat Zähne. Zähne. Die sind auch verstaubt und schmutzig. Schau her. Verstehst Zähne, du mich? Ja? Gut, schau her. Nimm das einmal in die Hand und versuch da ein bisschen die Zähne so zum Abputzen. Zeig es mir bitte. Ja, haben wir gedacht. Da musst du einmal fester halten, weil wenn das runterfliegt, bin ich wirklich besser. Dann ist das kaputt. Ja? Schau, du kannst es nur so machen, indem du da einfach zart reinfährst. Und naja. Nichts da so geht es, wenn du das nicht kannst, dann wird das nie sauber. Probier's einmal. Zeig mir's. Aber gut halten du, da und. Nein. Da musst du einmal halten. Ja. Drücken. Ein bisschen. Nein, nicht das so. Schau. Nein. Schau, das nutzt ja nichts. So haben wir gesagt, schau her, so rauf, so ein bisschen von oben, dann runter, festhalten und dann rein, sonst kriegst du den Staub nicht raus. Verstehst du, rede ich zu schnell? Ja, ein bisschen. Das macht nichts. Schreierei, da hat der. Hans, was ist das für eine Unordnung da, Johannes? Die hat mein Handy gestohlen. Nein, ich habe nur mein Handy. Nein, Einmal ganz ruhig, ganz ruhig. Das glaube ich nicht, Johannes, das werden wir schon finden. Nein, ich habe Johannes, das nicht geh mal raus, du kriegst eine Kleinigkeit dann, ja? Olga, du räumst jetzt bitte hier auf und du hast nicht zu diskutieren mit meinen Kindern, ja? Wo ist denn das Handy? Ich weiß nicht. Such das dann da bitte und Ordnung machen, ja?